Hallo, 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 hallo. Willkommen zu dem äußerst professionellen Präparationslabor von Angie. Auf jeden Fall haben wir ein paar Weißkeis, also Graphium-Weißkeis, die wir präparieren müssen, auf Bestellung. Die waren jetzt 3 Tage hier drin. Graphium-Weißkeis ist ein wunderschöner Schmetterling. So, ich habe mehrere jetzt erstmal hier, 10 Stück. Die wir jetzt hier präparieren müssen. Ich nehme jetzt eine Präpariernadel. Ich habe eine Glaskopfnadel. Also wir machen die Nadel immer im 90 Grad Winkel. Das mache ich jetzt erstmal hier. Also komplett gerade. Ist er genadelt. Weit genug kriege ich. Ich weiß nicht genau, wie groß die geht. Oh, geht doch ordentlich. Auf der anderen Seite auch. Ab geht die Post. Hat er nicht schöne Farben? Alter Verwalter. So, ich benutze hier meine größeren Spannstreifen. So. Wenn man viel beim Präparieren braucht, dann Nadeln. Ey. Alter Verwalter, was ist denn hier los? Jetzt nehme ich mir wie immer die dickeren Blutgefäße hier und ziehe daran den Flügel hoch. So, erstmal hier fixieren. Dasselbe spielen auf der anderen Seite. Immer nicht, was ich bei der Bubble reden soll, Leute. Ich bin ein bisschen überfordert dabei. Also ich muss mich halt so mega konzentrieren und dann weiß ich nicht, was ich dabei reden soll. Wie war euer Tag so? Was Schönes erlebt? Ich muss mich halt auf meine Arbeit konzentrieren, ne? Das ist mein Job hier. Ich werde auch hier wieder euch von vorne, von Anfang bis Ende zeigen, wie es eingerahmt wird und so. Dann wissen auch die Leute, die das sich gekauft haben, wie das alles entstanden ist. Manchmal sind die Kleinen sogar echt anstrengender als die Großen. Warum fangen Mückenstiche eigentlich immer erst abends an zu jucken? Ist das irgendwie so eine Regelung, dass sie den ganzen Tag nicht nerven, aber wenn es abends wird, dass sie dann anstrengend werden? Warum sind die so frech, ey? Okay, der erste ist fertig. Fehlen noch 9. Meint ihr? Nein, da passen keine 10 drauf. Ich schätze mal, da passen 5 drauf.
Es haben sich viele gewünscht, dass mehr davon kommt und ich will natürlich euren Wünschen auch nachgehen. Vor allem, wenn es auch etwas ist, was ich super gerne als Hobby betreibe und das ist ja auch nichts, was ich jetzt extra fürs Video machen würde. Das sind ja Sachen, die mache ich ja. Guckt euch an die kleine Fliege. Gern ihr. Bleibt da, chill ein bisschen. Das ist los, warum fliegt sie auch nicht mehr? Ist sie süß oder ist sie süß? Ja, sie läuft jetzt hier so ein bisschen. Na gut, hoffen wir mal, dass es ihr gut geht. Ich habe jetzt nicht gesehen, wo sie hingeflogen ist. So. Hallo. Grafchen und Weißkerl sind jetzt lang genug. Okay, Entschuldigung. Waren jetzt lang genug trocken gelegt. Also waren jetzt lang genug gespannt und sehen jetzt so aus. Nicht wundern, ich bin jetzt bei meinem Schminktisch, weil der andere ist jetzt einfach gerade zu klein. Ich werde jetzt die einrahmen und dann zeige ich euch, wie das aussieht. Wir haben jetzt 3 Stück. Ich muss noch 2 präparieren. Aber ich war gerade die ganze Zeit mit den Didios beschäftigt und mit den Aega. Die jetzt auch fertig sind. Also einer. Und 4 Didios sind fertig. Also Morpho Didios. Falls ihr seht, der ist um einiges größer als der Morpho Menelaus. Doppelt so groß. Er ist schon doppelt so groß wie der Morpho Menelaus. Und einen anderen Unterschied hat er eigentlich kaum. Es ist so, kann ich irgendwie? Ich habe so doof rangezoomt, deswegen. So. Einen anderen großen Unterschied hat er jetzt eigentlich nicht. Er ist einfach nur um Weiten größer. Ja, die müssen auch noch eingerahmt werden, aber das seht ihr im nächsten Video. Auch wie ich die präpariere, seht ihr im nächsten Video. Und dann habe ich hier noch ein Morpho Aega fertig. Und man kann ganz klar sehen, dass die Morpho Aega viel, viel krasser schimmern, ne? Also, das ist echt heftig. Ihr habt euch ja gefragt, so, was der Unterschied zwischen Morpho Aega, was der Unterschied zwischen Morpho Aega, Didios und Menelaus. Ich kann euch kurz mal Menelaus holen. Den habe ich jetzt schon eingerahmt. Ich habe nur einen kaputten Grat hier, einzeln. Seht ihr ungefähr die Größe? Der ist jetzt einer, der sehr kaputt ist. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja Natur. Wenn ihr seht, ist der Morpho Didios von der Größe und das ist ein Morpho Didios. Also Didios ist wirklich um einiges größer als der Menelaus. Deswegen verstehe ich nicht, warum alle den Menelaus unbedingt wollen. Weil Didios ist doch um einiges größer. Der Didios hat auf jeden Fall mehr so einen lilanen Unterton und der blauen Unterton, ja. Also wie man sieht, der schimmert hier so ein bisschen lila an den Seiten. Also die Färbung finde ich fast bei Morpho Aega fast am krassesten. Von dem Effekt her. Ja, Leute. Es freut mich auf jeden Fall, dass Entomologie hier so richtig hoch geht. Also, dass euch das so interessiert. Ich habe einfach nur Schiss, um ehrlich zu sein, dass es einfach nur eine Phase sein wird. Und in einem Monat interessiert sich niemand mehr dafür. Und da muss ich meinen Content wieder komplett umbasteln. Aber darüber will ich jetzt erstmal nicht nachdenken. Ich hoffe einfach, dass es ein Thema ist, was beständig ist. Oh, es ist schon wieder ein Nagel abgegangen. Oh, dieser Kleber von so einem Fertig-Sets ist immer richtig scheiße. Die Nägel sind gut, aber die Kleber sind irgendwie mal kacke. Ich benutze immer diese Ribberrahmen. Da ist auch schon das Passepartout dabei, das richtig gut ist. Und wir brauchen nur das. Und Papier. Und Pappe. So, Leute. Es ist jetzt so gemacht, dass dahinter Pappe ist, damit ich den Schmetterling auch raufstechen kann. Das ist übrigens die Innenseite vom Schmetterling. Und das ist die Außenseite. Und wir haben sogar noch beide Fühler. Jetzt muss ich gucken, wo die Mitte ist. Und da brauche ich eine Pinzette. Ich brauche eine Pinzette. So, und ich brauche natürlich meinen Stempel. Der kommt immer ran, weil der ist cool. Und weiß auch jeder, dass es von mir ist. Das braucht echt am längsten, ehrlich gesagt. Jetzt ist er drin. Jetzt fixiere ich ihn noch mit Kleber. Der kommt jetzt hier drunter. So mache ich das. Also falls jetzt jemand kommt und sagt, ich mache das aber anders, dann mach es anders. Bei mir funktioniert es so am besten. Alles andere ist immer kaputt gegangen. In einer Woche ist dann das so, dass man hier unten oder hier, ich glaube aber hier unten, weil viele Schmetterlinge sind noch zu groß. Ich meine, der Morpho wird allein so groß sein. Dann darunter der Name steht, wenn ihr das wollt, wenn ich dann nicht. Kommt mein Stempel auf die Rückseite. Dann weiß jeder, das ist von Angie. Das ist mein Insekt. Angies Insekt-Logo. Der kommt immer auf diese Seite. Falls ich es nicht wusste, das ist ein Omo. Ich habe so viele Leute gefragt, was es ist.
traurig. Das ist von dem ersten Studio Ghibli-Film. Omo, das ist ein Insektenfilm. So, ich wollte euch noch mal kurz zeigen, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Wunderschöner Schmetterling, wunderschöne Farben. Ja, und das war's mit dem Video, wie man einen Graphium-Weißkeil präpariert und einrahmt. Nur echt mit dem Angie Malika Siegel. Ich würde sagen, das ist ein Video, was für dich angepasst ist. Und darunter ist ein Video, was mein letztes Video war. Und auf der Seite kannst du mich abonnieren. Und darüber würde ich natürlich mich sehr freuen, wenn du ein Teil dieser Community wirst, die, by the way, immer noch keinen Namen hat. Was sagen wir aus? Wir sehen uns dann bald wieder. Und wir sehen uns dann bald wieder. Lasst gerne Vorschläge unten in der Info oder unten in den Kommentaren da, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Ja, würde ich sagen, auf Wiedersehen. Ja.